Hi, ich bin's Blippi und heute sind wir im Partydschungel in Phoenix, Arizona. Und wir werden so viel Spaß haben. Kommt mit! Seht euch das an! Oh, hallo! Hey, Blippi, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Ich bin so gespannt. Schaut euch das an. Hier für dich, viel Spaß. Danke. Armband und ein paar Wertmarken. Tschüss. Tschüss. Okay, ich steck die für später in meine Tasche. Gehen wir auf ein Fahrgeschäft. Wow, schaut mal. Was für ein Tier ist das hier? Ja, es ist ein Elefant. Tut ihr mit mir so, als wärt ihr ein Elefant? Elefanten sind so groß. Brumm, brumm, brumm. Okay, fahren wir. Okay, los geht's. Wow. Oh, hey, hallo. Wow, hey. Wow. Oh, hallo da unten. Wie geht's? Das hat so viel Spaß gemacht auf dem Elefantenkarussell. Und so viel Spaß beim Elefantspielen. Kommt, wir gehen auf noch mehr Fahrgeschäfte. Wow. Seht euch das mal an. Danke. Wow. Hey, die sehen aus wie Schaukeln. Wisst ihr, welches Tier gerne auf Bäumen herumschwingt? Ja, genau. Affen lieben es, auf Bäumen herumzuschaukeln. Wir tun, als wären wir Affen. Okay, alles klar. Einsteigen. Okay, los geht's. Komm, wir setzen uns hin. Alles klar, los geht's. Anschnallen. Genau hier. Okay. Okay. Ich bin bereit. Los geht's! Wow! Oh, hey! Das war mega cool. Okay. Oh, das macht so viel Spaß. Ich krieg irgendwie Hunger. Oh nein, seht mal, ich steck fest. Hey, lass uns Affen spielen, um hier rauszukommen. Ja, gut gemacht. Okay, bis bald. Oh, ich krieg irgendwie etwas Hunger. Habt ihr Hunger? Los geht's. Oh, lass uns Snacks holen. Kommt mit. Kann ich bitte ein paar Tiercracker haben? Na klar. Tiercracker. Lecker. Hier, bitte. Danke. Okay, lass uns einen Sitzplatz finden. Wie wär's mit hier? Komm, wir öffnen sie. Wuhu! So viele Tiere. Legen wir das hier hin. Warte mal, was ist das? Das ist ein Hund. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns unsere Snacks essen wie ein Hund. Wisst ihr, wie Hunde fressen? Ja, genau. Ohne Hände. Das ist lustig. Okay, mal sehen, was sie hier noch so haben. Wow, dieser Ort ist so cool und bunt. Wow. Oh, schaut mal. Minigolf. Wow. Hey, Schläger in zwei Größen. Wollen wir den hier oder den? Komm, wir nehmen den. Sieht richtig aus für meine Größe. So, wir haben einen blauen Schläger und einen orangenen Ball. Meine zwei Lieblingsfarben.
los geht's. Alles klar? Macht euch bereit. Wow! Warte, warte mal eine Sekunde. Welches Tier ist das? Wow! Das ist ein Zebra. Wow! Schwarz, weiß, schwarz, weiß. Hey, wusstet ihr, dass Zebras eigentlich ganz schwarz sind mit weißen Streifen? Spannend. Oh, die kann ich nicht vergessen. Wow! Ein Hippopotamus! Wow, wie lustig! Lass uns Hippo spielen! Hippos sind richtig groß. Sie lieben Wasser und sie lieben auch das Land. Ziemlich spannend. Oh, alles klar, los geht's. Wow! Ich hab's fast geschafft. Wow! Oh, das ist ein Pferd. Hey Pferdchen, wie geht's dir? Ich liebe Pferde. Sie sind meistens so freundlich. Und sie lieben galoppieren. Hey, komm, wir galoppieren. Okay, lassen wir das Pferd hier, denn wir haben ein anderes Fahrgeschäft auszuprobieren. Oh, danke. Los. Wow. Hallo. Hi. Lustig. Hallo. Hey, Blippi. Oh, komm hierher. Hallo, wie geht's dir? Gut. Oh, sehr gut. Freust du dich schon? Ja, total. Okay, los geht's. Wow, hallo, wie geht's? Hi, gut. Gib mir 5. Wuhu, okay. Okay. Komm, wir sitzen hier und schließen die Kette hier. Jetzt sind wir bereit, loszufahren. Hallo. Hallo. Ohoho! Das hat so viel Spaß gemacht. Wow! Wir lieben den Party-Dschungel. Yay! Wow! Das war klasse. TÜV, TÜV! Komm, wir schauen, was es hier noch gibt. Wow, eine Dschungelturnhalle. Wow, guck mal. Wow, ein süßes kleines Tier. Hallo? Das ist ein Faultier. Wusstet ihr, dass sich Faultiere richtig lang... Hier, na los, lass uns Faultier spielen. Okay, man spielt Faultier, indem man sich richtig langsam bewegt. 3, 2, 1. Das ist lustig. Wow. Oh, das ist witzig. Habt ihr jemals ein Faultier schwimmen gesehen? Ihr solltet das sehen. Es ist mega lustig. Faultiere bewegen sich langsam an Land, aber wenn sie schwimmen, schwimmen sie sehr schnell. 3-mal so schnell wie an Land. Wow. Hey, in diesem Bereich soll man seine Schuhe ausziehen. Also ziehen wir sie besser aus. Hier. 1, 2. Hui! Na los. Wow. 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 Schaut euch das hier an. Wow. Wow.
Wow! Ui! Was ist das? Wow! Was für ein Tier ist das? Es ist süß. Es ist schwarz und weiß. Wow! Es ist ein Pinguin! Lass uns zusammen Pinguine spielen. Okay, ihr müsst einfach watscheln. Wow! Watschel, watschel, watschel. Watschel, watschel, watschel. Wow, okay. Okay, lass mich meine Schuhe wieder anziehen und lass uns an den Spielautomaten spielen. Oh, ach du meine Güte. Okay. Schauen wir das an. Wow. Seht dieses Spiel an. Oh, alles klar. Lass uns eine Münze einwerfen. Nehmen wir den Hammer. Bereit. Wow. Oh! Oh! Hui! Das ist super! Oh, schaut, ich hau drauf, wenn sie rauskommen. Oh. Oh. Es wird schwieriger. Zwei kommen zur gleichen Zeit raus. Wow! Oh. Oh. Oh, ich werde müde. Wow, drei kommen gleichzeitig raus. Wow. Oh, haha, ich hab sie. Wow. 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 Oh, das war echt schwer. Okay, was für Spiele gibt es noch? Oh, ich kenne ein Spiel. Hier, kommt hier herüber. Dance, Dance Revolution! Wow! Ich bin echt gut darin. Macht euch bereit. Wir haben es geschafft. Wow. Wow. Lass uns auf dem Fisch reiten. Los geht's. Wow. Wow. Es ist wie Schwimmen, weil ich auf einem Fisch reite. Oh, wow, gut gemacht. Wow, das war anstrengend. Wow, wow, noch ein Fahrgeschäft. Kommt mit. Woo. Yay, los geht's. Alles klar. Wow. Okay, dieses Fahrgeschäft ist echt cool, weil man sich im Kreis dreht. Okay, alles klar. Ich bin bereit. Pferdchen. Wow. Wow. Okay, los geht's. Wow. 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 Wuhu. Mir wird so schwindelig. Oh, oh. Habt ihr gesehen, wie schnell ich mich gedreht habe? Oh, das war toll. Oh, und es hat so viel Spaß gemacht, mit euch im Partydschungel zu sein. So, das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur nach meinem Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Es war lustig, mit euch und den Tieren zu sein. Tschüss. Wow. Los, kommt alle her. Lernen ist nicht schwer. Blippi.
Hey, ich bin's, Blippi. Heute sind wir im Pacific Science Center in Seattle, Washington. Das wird so ein Spaß. Kommt mit. Wow. Seht euch das an. Es ist super hier. Wow. Jetzt sind wir im Schmetterlingszimmer. Habt ihr schon einmal einen Schmetterling gesehen? Ja, ich liebe Schmetterlinge. Sie sind so hübsch und leicht. Spielt ihr mit mir Schmetterling? Oh, seht sie euch an. Oh. Hier ist schon einer. Hey, Schmetterling. Oh. Schaut mal, ein Schmetterling ist gerade auf mir gelandet. Wenn sie auf euch landen, solltet ihr sie nicht anfassen. Und sie sind eigentlich richtig nett. Also könnt ihr auch nett zu ihnen sein. Seht ihr? Ich liebe Schmetterlinge, weil sie so bunt sind. Aber manche sind getarnt. Guckt mal, könnt ihr einen finden? Oh, seht mal, dieser Schmetterling verwendet Tarnung, um sich zu schützen. Falls da Feinde sind, können sie sie nicht sehen. Seht ihr? Hey! In Ordnung, jetzt bin ich mit Lorraine und was wirst du uns zeigen? Das hier ist eine Madagaskar-Fauchschabe. Ich nehme sie mal für dich raus. Was soll ich mit ihr machen? Du kannst sie halten, wenn du magst. Klar. Nehmen wir ihn raus. Ich werde gleich eine Madagaskar-Fuchshaube halten. In Ordnung, halt deine Hand ganz still. Oh. Hier, bitte. Das ist schön. Ich mag diese Schabe. Hey, wie geht's dir? Hey. Seht ihr? Seht. Ich bin nett zu ihr und sie ist nett zu mir. Hey, wie geht's? Was hast du heute so gemacht? Möchtest du dein Essen? Ja? Oh, jetzt dürfen wir Tiere anfassen. Aber erst müssen wir unsere Hände waschen, damit unsere Hände schön sauber sind. Okay, ich glaube, das reicht. Los geht's, kommt mit. Wow! Schaut mal! Wow! Hey, was haben wir denn hier? Na, hier haben wir Seeanemonen. Sie sind super freundlich und schwammartig. Du machst das richtig gut, wie du sie streichelst, mit zwei Fingern auf der Seite. Wir wollen sie nicht in die Mitte pieksen, weil da ihr Mund ist. Oh, cool! Oh, seht mal die hier an! Die letzten waren sehr weich. Ich frag mich, wie sich die hier wohl anfühlt. Wow, sieht aus, als würde sie sich ein bisschen schließen. Blippi, vielleicht denkt sie, du wärst Essen. Das ist lustig. Oh, schaut mal. Was ist das? Das da ist ein Seestern. Wie fühlt er sich an? Wow. Etwas hügelig vielleicht? Genau. Hügelig und mit kleinen Spitzen drauf. Die letzten waren richtig weich, aber der hier ist hart. Diese kleinen Punkte sind aus dem gleichen Zeug, aus dem Muscheln gemacht sind. Auch wenn der Seestern keine eigene Muschel hat, ist er sozusagen aus kleinen Muschelstücken gemacht. Wow, das ist ziemlich cool. Na, vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Wow. Ich habe die Königin gefunden. Wow, da sind so viele Honigbienen drin. Hey, keine Angst vor Honigbienen. Sie wollen doch nur Honig machen. Genau. Habt ihr schon mal Honig gegessen? Genau, der ist so lecker. Schaut mal. Hier kann man den Bienentanz machen. Seid ihr bereit für den Bienentanz? Ich bring's euch bei. Okay, hier in der Mitte wackelt ihr ein bisschen. Dann geht ihr hierhin und schlagt mit den Flügeln. Genau, weil wir Honig machen wollen.
Mitte, wackel, wackel, wackel. Und dann hier entlang. Schlag die Flügel. Und jetzt, wo ihr wieder in der Mitte seid, wackel, wackel, wackel. Und hier lang. Und dann macht ihr weiter, bis ihr richtig müde seid. Alles klar? Bereit? Wackel, wackel, wackel. Schlag die Flügel. Wackel, wackel, wackel. Schlag die Flügel. Wackel, wackel, wackel. Schlag die Flügel. Wackel, wackel, wackel. Oh, ich bin müde. Das war klasse. Gut gemacht. Jetzt sind wir in der Lebewesen-Ausstellung. Oh, guckt mal. Hey, schaut mal das an. Ein Krebs. Seht ihr das hier? Oh, da ist noch einer. Hey, wie geht's? Oh, und da oben sind Fische. Hey, Fische. Schwimmt ihr einfach herum? Ja, genau. Oh, schaut mal da. Ein Riesengrashüpfer. Oh, Grashüpfer können richtig hoch hüpfen. Ich wette, sie leben oft im Gras. Und das ist, warum sie Grashüpfer heißen. Meistens leben sie im Gras und hüpfen richtig hoch. Mal sehen, was es noch gibt. Wow, seht mal diesen Raum an. Noch ein Teil der Lebewesen-Ausstellung. Seht ihr die hier? Wow, spannend. Das sind Nacktmulle. Wow, sie sind wie Ratten, aber haben kein Fell oder Haare oder Schuppen oder sowas. Das ist, warum sie Nacktmulle heißen. Oh, und dann Axolotl. Guckt mal. Oh, seht ihr das? Das ist ein Axolotl. Oh, so spannend. Sieht ein bisschen aus wie ein Salamander gemischt mit einem Fisch. Aber das Coole an Axolotls ist, dass wenn sie ein Glied verlieren, wie einen Arm, dann wächst es zurück. Schaut mal diesen kleinen Kerl hier an. Oder Mädchen. Oder ich weiß nicht. Aber es ist eine Schildkröte. Wow. Hey, wie geht's dir, Schildkröte? Hast du Spaß? Ja. Du siehst aus, als hättest du Spaß. Bis später. Wow. Es ist ganz schön dunkel hier drin. Aber das ist okay. Das ist ein grüner Leguan. Seht ihr ihn? Wow. Er ist so entspannend. Genießt die Zeit. Alles klar? Bis dann, Leguan. Schaut mal! Das hier ist ein Dinosaurier. Sie leben nicht mehr auf unserem Planeten, aber das haben sie früher. Schaut, es sieht ein bisschen aus wie ein Velociraptor. Spielt ihr Velociraptor mit mir? Noch ein Dinosaurier. Wow, dieser Dinosaurier. Das ist sein Name. Er ist richtig groß. Hey, seht mal seinen Kopf an. Seht ihr das? Es sieht ein bisschen aus, als würde er einen Helm tragen. Genau wie wenn du und ich Rad fahren und Helme tragen. Cool. Oh, hier sind noch mehr Dinosaurier. Wow, schaut euch den mal an. Das ist ein Triceratops. Wisst ihr, warum er Triceratops genannt wird? Ja, weil er 3 Hörner auf seinem Gesicht und Kopf hat. Zählen wir sie. 1, 2, 3. Alles klar? Bis später, Triceratops. Hey, noch ein Dinosaurier. Wow. Hey, Dinosaurier. Oh, dieser Dinosaurier
war ein Pflanzenfresser. Seht ihr diese Pflanzen? Das heißt, er frisst Pflanzen und nichts anderes. Er frisst kein Fleisch. Und seht, was auf seinem Kopf ist. Es sieht ein bisschen aus wie eine Haiflosse. So lustig. Wow. Seht euch das an. Wow, das ist ein riesiger Fußabdruck. Okay, vergleichen wir meinen Fuß mit dem Dino-Fuß. Bereit? Sein Fuß ist viel größer als meiner. Er ist sogar größer als beide meine Füße zusammen. Wow, noch ein Dino. Guckt mal. Es ist ein Stegosaurus. Wow, seht ihr die Platten auf seinem Rücken? Das ist ein Schutzmechanismus. Wow. Hey, Stegosaurus. So viele coole Dinos hier. Wow. Dieser Dinosaurier ist so gruselig. Er ist der König und die Königin vom Dinoland. Wow. Ich spiele jetzt Dinosaurier, okay? Macht ihr mit? Bereit? Rawr! 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 Ich liebe Dinosaurier spielen. Wow, jetzt fahren wir mit dem Hochrad. Alles klar, kommt mit. Anschnallen. Ich werde dir ein paar Dinge erklären, bevor du losfährst. Okay. Fahr immer im Schritttempo. Du fährst immer vorwärts und tritt die ganze Zeit in die Pedale. Okay. Hände sind freiwillig. Oh, Hände sind freiwillig? Los geht's. Oh. Habt ihr das gesehen? Man könnte meinen, dass ich runterfallen würde, weil die Schienen so schmal sind. Aber das bin ich nicht, weil das Gewicht richtig schwer ist und weit von mir entfernt. Los geht's! Oh, schaut mal! Interessant! Es sieht wie ein riesiger Kreis aus. Und heißt eigentlich Wasserrad. Es ist ein bisschen wie ein Hamster, der in seinem Rad läuft. Ich werde das auch tun, aber es wird Wasser von unten holen. Und es oben drüber schmeißen. Bereit? Los geht's! Habt ihr das gesehen? Das war klasse! Wow, was ist das? Das ist eine Wasserkraftstation. Wasser wird vorne aus der Wasserpistole geschossen. Wow, wow! Okay, schaut, ich schieße auf das Rad. Genau, wir haben es geschafft. Wow! Okay. Wow. Was ist das ganz da oben? Seht ihr das? Genau, das ist die Seattle Space Needle. Ich glaube, wir sollten die Wasserpistole nehmen und versuchen, ganz da oben hinzuschießen. Los geht's! Es ist so ein schöner Tag. Ich wollte Ihnen eine kühle Erfrischung geben. Aber es ist zu weit oben. Schauen wir, was hier noch so ist. Oh, das macht ganz schön Spaß. Schaut euch diese Ecke an. Man kann die Wasserspritzer verwenden, um im durchsichtigen Würfel zu spritzen. Alles klar, schauen wir mal, was es noch gibt.
Boah, guckt mal. In Ordnung. Ich frag mich, wenn ich das hier hin tue, ja, seht ihr? Das Wasser bewegt das Zahnrad. Okay, probieren wir das hier. Boah, seht? Beide drehen sich im Kreis. Das Rote und das Gelbe. Kommt. Ich liebe es, mit Wasser zu spielen. Okay. Boah. Boah. Seht, da drinnen. Willkommen. Kommt herein. Hey, schaut. Es ist ein Baumhaus. Los geht's. Hallo. Boah, guckt mal. Ein Haufen Spiralen. Hoch, runter, links und rechts. Los geht's. Hui! Das macht so viel Spaß. Oh, der Klangraum. Kommt. Boah, in diesem Raum kann man so laut sein, wie man will. Als erstes werde ich schreien. Jetzt können wir die Dinge um uns herum verwenden, um Geräusche zu machen. Und wenn wir Glück haben, klingt es vielleicht wie Musik. Schaut mal, glänzende Schüssel. Wow, ich bin ziemlich gut, oder? Oh ja. Schaut mal, hört zu. Musik für jetzt. Lasst uns wieder rausgehen. Oh, lass uns da oben hingehen. Wow, hier gibt es viele bunte Bauklötze. Genau, seht ihr? Gleich hier. Alles klar. Wow, der ist noch größer. Lasst uns zählen, wie viele es sind. Das sind viele Stockwerke und Bauklötze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Bauklötze fallen runter. Ohoho! Das war klasse! Okay, komm. Wir sortieren die Bauklötze nach Farben. Okay? Okay, weil wir alles unordentlich gemacht haben, müssen wir die grünen Bauklötze nehmen. Wir legen sie hier hin. Okay? Okay, da sind die grünen Bauklötze. Und jetzt nehmen wir die blauen. Und legen sie hier hin. Super! Perfekt! Oh hey, schaut mal! Da sind braune Bauklötze. Legen wir sie hier hin. Hey, da ist ein roter Bauklotz. Legen wir ihn hier hin, okay? Hey, hier sind noch mehr blaue Bauklötze. Seht euch den an. Welche Farbe hat er? Genau, er ist braun. Stapeln wir sie hier. Hey, schaut die alle an. Welche Farbe ist das? Kennt ihr diese Farbe? Genau, das ist gelb. Legen wir sie hier hin.
Okay? Als die 18 Bauklötze runtergefallen sind, bestanden sie aus diesen 1, 2, 3, 4, 5 Farben. Und diese Farben sind grün, braun, blau, rot und gelb. Gut gemacht! Sehen wir, was es noch für lustige Dinge im Pacific Science Center gibt. Los geht's! Mögt ihr Zahlen? Ja, ich mag sie auch. Was ist mit großen Zahlen? Ja, seht euch das an. Das ist eine große Zahl. 76.383.232. Boah, das ist eine große Zahl. Aber wenn ich diesen roten Knopf drücke, schaut die Zahl an. Wow, sie ist gerade um 1 hochgegangen. Seht ihr? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jedes Mal, wenn man diesen Knopf drückt, geht die Zahl hoch. Falls ihr mal im Pacific Science Center seid, könnt ihr sehen, bei welcher Zahl es ist. Denn ich lasse es bei 76.383.323. Halt, nein. 324. Hey, ich mache gerade dieses Puzzle vom Mond. Okay, das ist 1. Mal sehen. Hey, da ist noch 1. Ja, das sieht richtig aus. Perfekt. Wir sind fast fertig. Genau. Das ist unser Mond. Wir leben auf der Erde. Und wir haben einen Mond. Den nennen wir Mond. Wow, wie schlau von uns. Hey, seht mal, was das ist. Es ist ein Planet. Genau wie wir auf dem Planeten Erde leben. Das ist ein Planet in unserem Sonnensystem und er heißt Saturn. Wow. Der größte Planet in unserem Sonnensystem ist Jupiter. Wow, er ist richtig groß. Guckt mal. Kommt her, das ist eine Weltraumkapsel. Vorsichtig. Seht ihr? Die Kapsel ist, wo Astronauten sitzen, um ins Weltall zu fliegen. Damit können sie den Effekt der Schwerkraft spüren und all diese coolen Knöpfe drücken. Bereit? Oh. Oh. Ja, schaut! Ich habe das alles zum Leuchten gebracht. Oh, das macht Spaß! Oh. Es ist, als könnte ich die Erde von hier ganz weit weg sehen. Oh, hey Mama! Mach nur Spaß. Das war nur der Spiegel. Ich zeig euch, was man noch so Lustiges mit Spiegeln machen kann. Oh, schaut mal. Ich nenne das den Spiegeltanz. Ich sehe albern aus. Los, kommt! Wow, das ist eine Seifenblasenmaschine. Alles klar, ich werde das schön langsam hochheben und dann blase ich die Seifenblasen. Ja, geschafft! Habt ihr das gesehen? Das war klasse! Ich liebe Seifenblasen machen. Boah, was liebe ich noch? Einen großen Hebel nehmen und sehen, wie Abstand es richtig leicht macht, das Gewicht zu heben. Im Vergleich zu ganz nah dran. Guckt mal! Puh, spannend! Alles klar, jetzt gehen wir hier drüben hin. Alles klar, jetzt machen wir es mit einer Hand. Genau. Habt ihr das gesehen? Schaut!
Ich hebe es hoch. Das ist ziemlich spannend. Wow. Hey, ein cooler Spiegel. Noch einer. Hey, hallo. Das ist interessant. Schaut, ich bin kopfüber, aber im richtigen Leben bin ich richtig rum. Hallo? Hey, ich sehe die. Wow. Alles klar, lasst uns weitergehen. Es ist so cool hier. Hey, was ist das? Das ist ein Strandball. Was macht er hier? Fliegender Ball. Fühlt die Stärke der Luft in Bewegung. Hm? Spannend. Lasst uns das drücken. Ich frag mich, was passiert, wenn ich das bewege. Wow. Schaut, der Ball ist da ganz hinten. Alles klar? Bereit? Oh. Ja, das war klasse. Oh, lecker. Ich habe meinen Körper mit ganz viel Wasser hydriert, weil, was ich euch jetzt zeige, ganz viel Energie braucht. Ich zeig euch mein Lance Armstrong Hügelklettern. Wuhu! Das war klasse! Na, und das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur meinen Namen suchen. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Vielen Dank an das Pacific Science Center, die dieses Video möglich gemacht haben. Tschüss! Wissen ist der Hit, kommt, singt alle mit, Blippi! Hey Erwachsene, ich glaube, es wäre eine tolle Idee, wenn ihr meine Facebook-Seite liked. Live-Show-Informationen, hinter den Kulissen, spezielle Rabatte und noch bessere Verlosungen. Ich sehe euch dort!